So, wir sind wieder da. Und zwar haben wir jetzt einiges gemessen. Wir haben uns hier hingestellt, hier und hier standen Schüler, und die haben Folgendes gepeilt. Da die Peilungen relativ ungenau waren, ungenau insofern, wir hatten es mit Wind zu tun und so weiter, haben wir jetzt mal darauf verzichtet, jetzt hier noch die Schülerhöhe mit einzukalkulieren. Das wäre jetzt nicht das Problem. Wir haben einfach gesagt, dann verzichten wir mal auf den ersten 1,70 Meter oder sowas. Wir haben also mit Schulterecken den höchsten Punkt der Rakete angepeilt und haben diese Winkel bestimmt. Jetzt kann man mit Hilfe dieser Größen, 19 Meter, 11 Meter und dieser beiden Winkel, kann man ein Dreieck konstruieren, indem man nämlich das als Basis hinlegt. Das wären dann 30 Meter. Entsprechend grafisch, also richtig fein säuberlich aufzeichnen, die Winkel anlegen und kann dann direkt hier die Höhe ablesen. Das kann man in der 7. Klasse auf jeden Fall, das ist kein Problem, Dreieckskonstruktion. Interessant war noch, dass sich der Druck entsprechend verhalten hat. Hier ist eine Peilung ausgefallen, das kann passieren. Und man sieht, bei 2 Bar war der Winkel nicht unbedingt steiler. Das lag auch an manchmal sehr starkem Wind. Ich muss mal kurz Pause machen, weil der Rasenmäher draußen angeht. Dafür aber hier bei 2 Bar, hier an dieser Stelle, da hat sich's dann richtig gelohnt. Und ich glaube, das lohnt sich auch am meisten, dieses Dreieck entsprechend groß zu machen. Wer Lust hat, zu Hause sich das Video anguckt, der sollte mal nicht einfach das grafisch machen, sondern sollte mit Hilfe von Winkelbeziehungen mal hier errechnen, wie hoch dann die Rakete wirklich geflogen ist. Das kann man also mit allerlei mathematischen Tricks machen. Hier in der 7. kennen die Sinus, Cosinus noch nicht, also deswegen ist es in diesem Fall über die grafische Methode empfehlenswert zu tun. Ich kann also jedem empfehlen, auch mal mit solchen Werten hier ein bisschen zu jonglieren und rumzurechnen und dann einfach mal zu vergleichen, was ist dabei rausgekommen. Das als Auswertung dieses Versuches. Die weiteren Auswertungen, die müssen noch folgen. Es ging ja schließlich auch. Moment. Ach nee, das war ja unsere Wasserrakete. Ja, jetzt kann ich es nicht darstellen. Es ging ja noch um die Geschichten mit der Geschwindigkeit und Frames per Second und so weiter. Also Kugelgeschwindigkeit in einer Rutsche, Energieerhaltungssatz oder mal ausbaldowern, wie schnell hat sich die Schaukel bewegt und so weiter. Kann man, also wir haben reichlich Datenmaterial da. Wir haben noch viel und genug zu tun. Ich schließe das Video an der Stelle ab und ja, ich wünsche allen Mecklenburg-Vorpommern-Schülern schöne Ferien.